Bitte lehnt euch alle, lehnen Sie sich zurück für das letzte Projekt. Bob Ross 2 3D heißt das. Und ja, das geht auch genau darum, wonach es klingt. Kunst im virtuellen 3D-Raum. Damit mache ich die Bühne frei für Benedikt und Fahak. Ja, wie ihr hier sehen könnt, kriegen wir eine Bob Ross 3D-Landschaft mit Unity gemacht. Und unser Ziel war, dass wir eine Landschaft erstellen, in der wir frei rumlaufen können. Dort gibt es Berge, eine Wiese und da auch noch ein Fluss. Den könnt ihr hier gleich sehen, denn das hier ist unsere Skizze. Und ja, wir haben das mit Unity umgesetzt. Besser auch gesagt C. C-Sharp, genau. Wie macht das Projekt die Welt jetzt besser? Also, manche Leute haben es sehr schwer, in die Natur zu gehen oder halt rauszugehen sogar. In manchen Gebieten ist totaler Lockdown. Da geht das dann halt komplett nicht. Und Reisen sind auch sehr eingeschränkt. Heißt, man kann es nicht einfach nach Island fliegen, wenn man jetzt will oder nicht. Und so ist Entspannung auch von zu Hause teilweise möglich. Wie wir das gemacht haben. Hier gibt es etwas Code von Unity in C-Sharp. Wir haben hier einmal, wir können ja erstmal das Endergebnis zeigen, vielleicht ist es dann einfach zu verstehen. Also wir haben zuerst diese Concept-Map sozusagen, die wird ganz einfach mit zum Beispiel Paint oder so gemalt. Das Blau ist jetzt zum Beispiel ein Fluss und das dunkelgrüne Wald und das andere eine Wiese. Und das Grau ist dann der Berg. Wie man hier schon auch gut sehen kann, wird hier das 1:1 so generiert, wie das hier aufgemalt ist. Und das kann man auch sehr einfach ändern. Und wenn ich mal Start drücke, und ich kann ja auch mal Fullscreen machen, dann ist das vielleicht ein bisschen schöner. Durch die Bildschirmübertragung leckt das wahrscheinlich ein bisschen jetzt. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt kann man hier rumlaufen. Man sieht hier den Fluss, den man eingezeichnet hat, die Berge hier, auf denen auch Schnee liegt teilweise, und die Bäume, da wo der Wald ist. Und wenn man jetzt hier ein bisschen weiter geht, wenn man sich das noch gemerkt hat, war hier so ein größerer Seeabschnitt, genau, das hier auch 1:1 übertragen. Genau. Und wenn man es von oben sieht, ist genauso. Und wenn ich jetzt eine andere Map, die wir auch haben, kann ich ganz einfach ändern, indem ich das Bild einfach hier reinziehe und nochmal neu starte. Dann wird das automatisch generiert und wir haben jetzt wieder eine ganz andere Welt, die man sich nach seinen eigenen Wünschen eigentlich kreieren kann. Ja, wenn man hier nochmal von oben guckt, hier ist der Fluss, da ist auch der Fluss, hier ist ein kleiner See und hier der Berg. Das alles ist in C-Sharp gemacht. Und zuerst wird die Höhen berechnet von dem Gelände und dann noch das bisschen abgeflacht, weil sonst die Übergänge sehr scharfkantig wären und das sieht dann halt nicht unbedingt natürlich aus. Danach wird noch geguckt, wie das sozusagen angemalt wird oder texturiert wird. Zum Beispiel da, wo jetzt ein Berg ist, ist dann eher so eine Steintextur und im Wald ist dann eher so Gras. Und danach werden noch Bäume generiert und Steine zufällig. Die haben auch einen bestimmten Abstand mit eingebaut. Da ist das. Also sie können nicht direkt ineinander spawnen. Das ist ganz gut, weil das wäre nicht sehr realistisch. Und zum Schluss wird noch das Gras generiert, da wo Wiese ist. Im Wald ist ein bisschen weniger Gras und auf den Bergen ist noch weniger Gras. Ja, so viel zu dem hier. Also man kann sich seine eigene Landschaft sozusagen kreieren. Und was noch kommen soll, das haben wir hier auch noch. Theoretisch kann man hier noch ziemlich einfach eigentlich einen VR-Headset-Support einführen und vielleicht dann auch mit Augmented Reality irgendwas Schönes machen. Zum Beispiel neue Bäume pflanzen oder so.
und mehrere Möglichkeiten für Landschaftserzeugung. Heißt, man hat da noch irgendwelche Wege oder eine Wüste oder sowas in der Art. Und theoretisch könnte man in Unity noch einen eigenen Editor für die Grafik einbauen, damit es nicht mit einem externen Programm malen muss. Und theoretisch war der eigentliche Plan, ein Bob Ross-Bild in diese Concept-Grafik umzuwandeln. Das stellt sich aber als ein bisschen schwerer heraus. Und deshalb haben wir das auch nicht gemacht, auch nicht geschafft in dieser kurzen Zeit. Aber ja. Damit helfen wir halt Leuten, die nicht unbedingt raus können in die Natur, um sich etwas zu entspannen und von ihrem Arbeitsalltag zu erholen. Vielen Dank. Vielen Dank euch, Benedikt und Sarah. Ganz großer Applaus bitte für diese Gruppe.